Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna hat einen weiteren wichtigen Schritt unternommen, um das Leben und Wohnen auf dem Sonnenstein zu verbessern. Am Donnerstag präsentierten WGP-Geschäftsführer Jürgen Scheible und Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke die farbenfroh veränderte Stirnseite eines Wohnhauses am Waghausring 58. Wir haben mit der Gestaltung der Sonnensteiner Höfen, die vor einigen Jahren hier von uns angelegt wurden, von Anfang an die Idee gehabt, an den neu entstandenen Giebelflächen mal großflächige Fassadenbilder anzulegen. Im Zuge des 30-jährigen Firmenjubiläums der städtischen Tochtergesellschaft wurde dieses Vorhaben nun in die Tat umgesetzt. Das Bild mit dem Titel Fenster in die Landschaft zeigt den Blick in Richtung der Sächsischen Schweiz. Der Sonnenstein liegt da direkt am Rande der Sächsischen Schweiz. Und diesen Gedanken haben wir aufgegriffen, denn wenn man von den Balkonen guckt, guckt man Richtung Festung Königstein, speziell hier im Birnenhof, und dachten, okay, wir gestalten mal ein Fenster, wo man quasi in die Landschaft schaut, zur Festung Königstein. Künstlerisch gestaltet wurde der Hausgiebel von der Firma Fassadengestaltung Dresden. Oberbürgermeister Hanke beschreibt das Projekt und die damit einhergehende Motivwahl als erfreulichen Glücksfall. Ich denke, es wird eher ein bisschen Zufall gewesen sein, aber ich habe es jetzt bezeichnet als den Canaletto der WGP, weil Canaletto hat ja 4 große Bilder vom Königstein gemalt, die jetzt in Dresden auch zu sehen sind in der Sonderausstellung. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Motiv im Canaletto-Jahr, hier den Blick nach Königstein zu richten. Grundsätzlich stellte das Stadtoberhaupt in seiner Rede klar, habe die WGP in den vergangenen Jahren viel getan, um die Wohnumfeldverbesserung voranzutreiben. Diese Entwicklung bemerkt auch Finn Luxch. Der auszubildende Immobilienkaufmann arbeitet für die WGP auf dem Sonnenstein und hat den rasanten Fassadenanstrich begeistert mitverfolgt. Letztes Jahr war ich mal auf dem Sonnenstein hier gewesen und da war halt noch die Fassade alles einheitlich und jetzt, es ging alles sehr schnell und wenn man sich so das fertige Produkt ansieht, gut gemacht. Nicht einmal eine ganze Woche brauchten die mit Farbdosen ausgerüsteten Fassadenkünstler, um den riesigen Giebel in sein neues Gewand zu hüllen. Für die WGP soll der nun vollendete Farbtupfer auf dem Sonnenstein jedoch erst ein Anfang sein. Wir werden also in den nächsten Jahren dann auch noch andere Giebel gestalten. Wir haben ja jede Menge Giebel, schon alleine hier im Bereich des Sonnensteins. Und wollen also dieses Projekt fortsetzen, verschiedene Themen aufgreifen. Also es wird nicht immer ein Fenster in die Landschaft sein, sondern es ist ein vielfältiger Ideenpool vorhanden, aus dem wir da schöpfen können. Und wir können gespannt sein auf das, was wir dann als nächstes machen werden.